Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar werde ich euch die erste Geschichte erzählen aus diesem Buch Gelebte Liebe. Und die Geschichte handelt von unserem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Genau, und es geht um die Zusammenarbeit. Ja, ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Und ja, vor allem in der heutigen Zeit. Bismillahirrahmanirrahim. Es fehlte nicht viel und ein heftiger Krieg wäre ausgebrochen. Dicht neben der Kaaba. Einige Jahre zuvor war es in der Kaaba selbst zu einem Brand gekommen, bei dem eine der Schlösser der Schatztruhe zerstört wurde. Auch die Tür der Kaaba war beschädigt worden. Doch schließlich konnte man sie noch retten. Auf die Truhe aber, in der die kostbaren Geschenke aufbewahrt wurden, war kein Verlass mehr. Der Kaaba-Diener hatte das Feuer verschuldet. Er hatte die Öllampe zu dicht an die Holztür gestellt. Und so passierte eben das, was nicht passieren durfte. Da die Kaaba noch kein festes Dach hatte, war man nun ständig in Sorge, dass jemand einbrechen und die Kostbarkeiten rauben könnte. Es musste aber schon ein sehr verwegener und schamloser Dieb sein, der die Kaaba-Werte entwenden wollte. Nun, eines Tages jedenfalls geschah es. In einer dunklen Nacht, als es um die Kaaba herum still und leer geworden war, kletterte jemand an ihrer Wand empor und dann über das lockere Dach in das Innere hinein. Er stahl aus der Schatztruhe ein paar Dinge und schlich wieder davon. Der Dieb wurde jedoch schnell gefasst und dem Richter übergeben. Sie wussten alle, dass die Tür und das Schloss der Truhe unbedingt repariert werden musste, aber sie verschoben es von einem Tag auf den anderen. Man suchte nach einem Schreiner, der Meister in seinem Fach sein sollte. Ganz abgesehen davon musste dazu die halb verbrannte Tür mit Hammer und Brechstange ausgehoben werden. Dadurch aber würde unweigerlich jener Teil der Wand, in dem die Tür eingelassen war, ebenfalls Schaden erleiden. Und niemand erklärte sich bereit, bei einer solchen Sache mitzumachen. Sie sagten, die Wand der Kaaba dürfte keinesfalls und unter keinen Umständen beschädigt werden. Dieses war im 35. Jahr nach dem Elefantenereignis. Da Mekka in einem sandigen und steinigen Tal zwischen einigen Bergen liegt, fällt hier kaum Regen. Doch wenn er kommt, stürzt das Wasser in Bächen von den Bergen hinunter und richtet Überschwemmungen an. Auch in jenem Jahr, in dem sich unsere Geschichte zutrug, war es zu einer Überschwemmung gekommen, die gewaltige Schäden in der Stadt anrichtete. Unter anderem riss sie ein großes Loch in eine Wand der Kaaba. Nun konnten die Mekkaner die Reparaturarbeiten nicht länger hinausschieben. Weil ihre Arbeit gut werden sollte, sagten sie sich, wir könnten eigentlich die ganze Kaaba restaurieren. Die Baumeister der Stadt wurden gerufen und sie meinten, wenn wir die Kaaba neu errichten sollen, müssen wir erst einmal ihre Wände niederreißen. Einige sagten, ist nicht so schlimm, in diesem Fall bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Die meisten aber waren dagegen und hatten Angst. Sie wollten nicht Hand an die Kaaba legen und bezeichneten derartiges als eine Art Entweihung dieser alten Anbetungsstätte. Mit der Hacke gegen die Kaaba-Wände zu schlagen, würde gewiss Unglück bringen und zu einem schnellen Tod führen. Und so verkündeten sie, wir machen bei der Neuerrichtung der Kaaba mit, aber nicht bei ihrer Zerstörung. Sie redeten, diskutierten, überlegten und die, die etwas verstanden meinten, um der guten Sache willen ist es nicht schlimm, zunächst die Wände einzureißen. Endlich meinte einer, der über den Wert ihres guten Vorhabens Bescheid wusste
und zudem beherzt war als die übrigen. Also gut, Leute, ich fange an. Wenn mir etwas zustößt, so macht nicht weiter, sondern überlegt euch etwas anderes. Geht die Sache aber ohne Komplikationen vonstatten, so wisst ihr, dass Gott damit einverstanden ist. Immerhin haben wir etwas Gutes vor, nicht etwas Schlechtes. Wir wollen nicht die Kaaba zerstören und dann ihre Ruinen liegen lassen, sondern wollen sie neu und besser aufbauen. Es heißt, dass dieser Mann, Walid ibn Mughira, und ein Onkel mütterlicherseits von Abdullah war. Er zog also den ersten lockeren Stein aus der zerfallenen Wand heraus und dann den zweiten, anschließend den dritten. Nun hielt er inne und sagte, bis morgen warten wir ab, was geschieht. Da er am nächsten Tag noch lebte und ihm offensichtlich nichts zugestoßen war, begannen die anderen ebenfalls mit der Arbeit. Zunächst wurde die Kaaba-Truhe an einen sicheren Ort gebracht, dann die Wände niedergerissen bis zu ihren Grundfesten. Diese bestanden aus grünlichen Steinen, auf denen seinerseits Abraham die Kaaba errichtet hatte. Dieses abrahamitische Grundgemäuer war äußerst stabil und fest. So sehr, dass sie, wenn sie mit ihren Spitzhacken darauf einschlugen, glaubten, die Berge der mekkanischen Umgebung würden erzittern. Das Einreißen der Wände dauerte einige Tage und alle warteten sehnlichst darauf, endlich mit dem Bau der Kaaba beginnen zu können. Sämtliche Sippen und Stämme wollten sich daran beteiligen. Das war auch gut so. Doch waren sie an eine solche Zusammenarbeit nicht gewöhnt. Sie wussten nicht, wie sie Hand in Hand mit anderen überhaupt arbeiten konnten und sollten. Ein jeder meinte, er sei besser und tüchtiger als die anderen, und genau diese Vorstellung war die eigentliche Ursache für ihre vielen Stammesfehden und Kriege, die sich in dieser Zeit in Arabien zutrugen. Nach langen Debatten unter Vorsitz der Stammesältesten einigten sie sich schließlich darauf, dass jede der vier Kaaba-Wände von einem durch das Los bestimmten Stamm errichtet werden soll. Da die Wände höher als zuvor gebaut wurden, fehlten Steine, weswegen bei dieser Arbeit alle mitmachen und von den Bergen Steine heranschleppen durften. Auf den abrahamitischen Grundmauern wurde die Kaaba-Wände hochgezogen, zunächst bis zu einer Höhe von 3 Ellen. Hier in dieser Höhe war der schwarze Stein, der Hajar ul-Aswad, einzusetzen. Dieser ist ein Stein, den es sonst nirgendwo in der Welt gibt. Er wurde in das Innere der Wand eingesetzt, damit es unmöglich war, ihn herauszuheben. In jener Zeit war dieser Hajar ul-Aswad noch vollständig. Das heißt, er bestand aus einem einzigen Stück und wurde gemeinsam mit den anderen Kaaba-Schätzen aufbewahrt. Nun wollten sie ihn erneut an seine ursprüngliche Stelle setzen. Und genau dieses führte zu erheblichen Differenzen zwischen ihnen. Die arabischen Stämme der Gegend Hijaz waren sowieso gemäß ihrer Mentalität und Denkweise ständig bereit, um ihre Ehre und ihres Ruhmes willen zu kämpfen und Kriege zu führen. Wegen der kleinsten Kleinigkeiten befehdeten sie einander. Krieg und Waffen gehörten damals ganz einfach zu ihrem Leben. Diese dauernde Kriegssituation hatte ihnen jedoch so sehr zugesetzt, dass sie selbst den Entschluss fassten, jedes Jahr während 4 bestimmter heiliger Monate gegen niemanden die Hand oder Waffe zu erheben. So konnten sie wenigstens in dieser geschützten Zeit ungestört ihrer Arbeit nachgehen und sich Handel, Reisen und Pilgerfahrten widmen. Die Stämme gerieten zum Beispiel deswegen miteinander in Streit, weil ihr Gast von einem anderen ebenfalls eingeladen wurde, weil jemand ihr Zelt schief angesehen hatte
In den Zeiten war es den arabischen Stämmen wichtig, den anderen ihre Kraft und Stärke zu beweisen. Aus diesem Grund hatten es alle darauf abgesehen, den schwarzen Stein einzusetzen, das heißt jenen Hajar ul-Aswad. Die Stämme konnten sich nicht untereinander einigen, wer denn diesen Stein jetzt einsetzen darf. Und sie stritten und diskutierten wegen dieser Sache, bis einer die Leute unterbrach und sagte, bisher haben wir in schwierigen Situationen das Los entscheiden lassen. Auf diese Weise konnten wir so manchem Krieg und Blutvergießen aus dem Wege gehen und niemand wurde geschwächt oder erniedrigt. Sie, gut, aber wie sollen wir losen? Mein Vorschlag ist der, dass derjenige, der als erster durch das Tor Safa, die geweihte Moschee Masjid al-Haram, betritt, darüber entscheiden soll. Ich weiß nicht, wer es sein wird, wen Gott uns schicken wird, doch was er sagt, müssen alle akzeptieren. Jemand rief, das ist ein guter Vorschlag. Nur eine Bedingung gehört dazu. Niemand von uns darf jetzt hinausgehen und durch das Tor Safa zurückkommen, um auf diese Weise die anderen zu übertölpeln. Das stimmt, sagte der Alte. Alle bleiben hier und warten. Wir wollen sehen, wer nun als erster von draußen durch dieses Tor hereinkommt. Der eine schrie, wichtig ist auch, dass derjenige, den wir fragen wollen, kein Kind ist. Ein Kind kann nicht für uns entscheiden. Wieder sagte der alte Mann, ist in Ordnung. Es muss jemand sein, der so weit herangewachsen ist, dass er über die Wand hinweg zur anderen sehen kann. Ein anderer warf ein, und es muss jemand sein, der einen guten Ruf hat. Auf jemanden, der verschrien ist, wollen wir nicht hören. Das wäre eine Schmach für uns. Auch das ist richtig, entgegnete der alte Mann. Es muss jemand sein, den wir kennen. Dem Vorschlag eines Fremden wollen wir uns nicht fügen. In Ordnung, meinte der Alte. Der, den wir fragen werden, muss einer aus unserer Gegend sein. Aus den hinteren Reihen gab einer zu bedenken, der, den wir wählen, muss neutral sein. Wir wollen uns nicht von Männern eines Stammes dirigieren lassen. Freunde, entgegnet nun der Alte lächelnd, wenn wir jemanden zum Schiedsrichter wählen, noch wissen wir aber gar nicht, wer es sein wird, dann haben wir ihm selbstverständlich auch das Recht, bestimmen zu können, einzuräumen. Allerdings, dem stimme ich zu, er darf Männern seines eigenen Stammes und seiner eigenen Sippe nicht den Vorzug geben. Also die Leute haben sich geeinigt, dass jemand den Schiedsrichter spielen soll und sagen soll, wer denn dieser Stein Hajar al-Aswad einsetzen darf. Ja, und wer jetzt nun zuerst durch das Tor Safa kommt, der muss dann entscheiden. Und plötzlich erschallte ihre Jubelrufe. Muhammad al-Amin, der Sohn Abdullahs, war eingetreten, jener, den alle in Mekka als aufrichtig und zuverlässig kannten und rühmten. Er war Mekkaner, darüber hinaus gerecht und klug, sah gut aus und war gesund, man mochte und respektierte ihn. Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, den alle Muhammad al-Amin nannten, setzte sich zu ihnen, und al-Amin bedeutet vertrauenswürdig, setzte sich zu ihnen, sie erzählten ihm die ganze Geschichte und sagten, dass sie ausgemacht hätten, dem zuzustimmen, was er entscheiden würde. Muhammad antwortete, ist in Ordnung. Wenn ihr also tun wollt, was ich sage, so wisset, dass ich für Zusammenarbeit bin. Alle Stämme und Sippen sollen gemeinsam den Hajar ul-Aswad an seine Stelle setzen. Holt ein Tuch, das zum Kaaba-Inventar gehört, und stellt euch alle um den schwarzen Stein herum.
Sie holten einen Kaaba-Vorhang herbei und Mohammed breitete ihn auf dem Boden aus. Dann hob er den Stein auf und legte ihn auf das Tuch. Nun sprach er: Die Ältesten eines jeden Stammes nehmen nun jeder einen Zipfel des Tuches in die Hand und tragen es mit dem Stein in seiner Mitte zu der Stelle, wo dieser eingesetzt werden soll. Alle waren glücklich und zufrieden mit dieser Lösung. Mohammed trat auf die betreffende Kaaba-Wand zu. Als die Stammesältesten in schöner Gemeinsamkeit den Stein auf dem Tuch herbeitrugen, nahm Mohammed ihn und setzte ihn an seinen Platz. Daraufhin rief er: Die Baumeister mörteln ihn nun gut ein in die Wand und setzen dann mit ihrer Arbeit fort. So geschah es. Froh und erleichtert sagten alle: Wie gut, dass Mohammed Amin uns aufgefordert hat, es gemeinsam zu tun. Niemand ist jetzt unzufrieden, niemand fühlt sich degradiert oder erniedrigt. Den Kaaba-Bau zu Ende zu bringen, ist nun kein Problem mehr. Sie bauten und mühten sich, bis die Dachhöhe erreicht war. Für das Dach aber benötigten sie Holz und Holz gab es in Mekka und Umgebung wenig. Nun war es jedoch so, dass in jenen Tagen ein heftiger Sturm über das Rote Meer hinwegfegte. Infolgedessen ein Schiff zerbarst und an der Küste strandete. Der Kapitän des Schiffes war daraufhin nach Mekka gereist, um sich hier helfen zu lassen. Die Baumeister kauften das Holz seines zerschellten Schiffes auf und verwendeten es für den Kaaba-Bau. Und das war die erste Geschichte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.